Moin Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem kurzen, kleinen, aber sehr schönen Video, wie ich finde, denn die Zapdos EX Collection, ich habe es versprochen, wir öffnen sie auch noch und dann bleiben eigentlich nur noch die Minitins von dem Set und dann haben wir jedes Produkt durch. Minitins weiß ich noch nicht, ob und wann ich die kriege, aber ein oder zwei öffnen wir ja davon bestimmt nochmal irgendwann. Heute die Zapdos EX und bevor ich jetzt lange um den heißen Brei herumrede, wir öffnen das gute Stück. Ich finde die Verpackung schon mal sehr ansprechend. Wie man auf den ersten Blick auch unschwer erkennen kann, wir haben eine XXL-Karte drin. So, wir haben eine Elektek in einem wunderschönen Promofoil, sage ich jetzt mal. Und wir haben eine Zapdos EX mit dem Blackstar Promo Stamp drin, die es quasi also nur in dieser Box gibt. Und was soll ich weiter schön erzählen? Bisher haben wir scheinbar keine Codekarte, was mich ein bisschen wundert. Aber ist ja auch wurscht. So, wir nehmen jetzt erstmal hier die schönen Karten vorsichtig raus. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Sind ja schön, sind ganz nett. Gehören auch weggesleeved und gehören vor allem in das Set und in die in den Masterbinder quasi rein, um das Set auch wirklich vollständig zu haben. Eine XXL-Karte, ja, da streiten sich die Geister drüber. Ob man sie jetzt schön findet oder nicht, das überlasse ich euch, würde ich mal sagen. Wir interessieren uns hauptsächlich doch für die Booster, oder ist es nicht so? Und zwar haben wir hier 4 Stück an der Zahl. Ich glaube, die Box, ach seht ihr, da ist der Code. Ich glaube, die Box kostet also um die 25 Euro. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber so in etwa müsste das liegen. So, genau, wir haben 4 Booster und bevor wir einfach noch länger über das Set schnacken, denn viel zu erzählen gibt es hier eigentlich gar nicht, würde ich sagen, lass uns einfach reingucken. Das tat ein bisschen weh. Aber ja, ich lasse mir auch mal Zeit, denn wir haben nur 4 Booster, dementsprechend das Video ist sowieso schnell zu Ende. Und wir hoffen einfach, dass wir hier noch ein bisschen was rausziehen und es... Da ist sie! Ewig drauf gewartet, da ist diese wunderschöne Karte Glurak EX aus der Zapdos EX Kollektion. So, ich hätte mit einem gerechnet, Leute, aber nicht mit diesem Hit im ersten Booster in einer Zapdos EX Kollektion. Ich hatte in diesen V-Boxen damals nie Glück. Und heute könnte man mal fast sagen, das Glück ist mit die Dummen. Wir sind noch nicht durch. Es ist auf dem zweiten Reverse-Platz. Wir gucken mal ganz vorsichtig, ob noch sich was dahinter verbirgt. Es ist nur ein Stummy. Donnerwetter! Den Code. Endlich! Ich habe schon gedacht, ich ziehe sie nicht mehr. Ich habe wirklich schon gedacht, ich ziehe sie nicht mehr. Aber da ist sie. Und sie ist in echt viel schöner. Also ich war tatsächlich, muss ich sagen, nicht so gehypt von der Karte, weil es für mich durchaus noch schönere Glurak-Artworks gibt. Aber jetzt sie so in der Hand zu halten und zu sehen, ich nehme alles zurück. Sie ist wunderschön, diese Karte. Die ist Wahnsinn. Oh, ich freue mich gerade so. Eigentlich braucht man die anderen Booster schon gar nicht mehr öffnen. Ich habe... Ja, besser kann es nicht werden. Ganz vorsichtig mal zur Seite gelegt. Wir gucken natürlich trotzdem in die anderen Booster rein. Aber, Freunde, hat jetzt schon gegönnt, würde ich sagen. So, Smogon, Tangela, Slimer, Anton, Sarahs Hilfe, Omod, Galoppa, Nidoqueen in Reverse, ein Golbat in Reverse und hier haben wir ein Scharnierer und ein Code. Ich brauche mich jetzt nicht beschweren, wenn nichts mehr kommt. Es ist vollkommen in Ordnung, es ist alles legit. Wir starten jetzt entspannt in die letzten 2 Päckchen rein mit Sarahs Hilfe, Omod, Galoppa, ein Dickdri, ein Lamus und da kommt vielleicht noch etwas Wässriges dazu. Es ist mein ein Arktos. Auch sehr schön. Ich müsste gerade lügen, aber ich glaube, Arktos fehlt mir tatsächlich auch noch im Master Set. Aber ich weiß es gerade nicht. Letztes Booster. Ich habe mich so langsam, der Puls geht so langsam wieder nach unten. Alles cool. Leider nicht in einem Godpack, aber ist völlig wurscht. Sie ist da. Sie ist endlich da, die Karte. Verrückt. Wir haben einen Slimer, einen Lavados und damit war es das auch. Aber Freunde, was soll ich euch erzählen?
Ich möchte das Video auch jetzt nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr hattet genauso ein Glück bei dieser Box. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich hoffe, dass dieses Video relativ schnell online geht und zwar noch vor Halloween, denn ich habe da noch so einiges vor, aber ich kann nichts versprechen. Und egal, wann ihr dieses Video seht, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin. Ciao.